Urteile gesprochen. Der Prozess gegen die vier mutmaßlichen Supermarkträuber, die im Frühjahr in Dessau-Roßlau und Umgebung zahlreiche Überfälle begangen haben sollen, ist am Dienstag teilweise beendet worden. Einer der vier mutmaßlichen Täter muss wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei Fällen für 2 Jahre und 10 Monate hinter Gitter und anschließend in eine Entziehungsanstalt. Den anderen deutschstämmigen Täter verurteilte das Landesgericht zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt ist. Wegen neuer überraschender Erkenntnisse wurden die beiden anderen ausländischen Mittäter noch nicht verurteilt. Das Gericht tritt am 29. November erneut zusammen. Experten erwarten für diesen Termin bereits eine Urteilsverkündung. Im Frühjahr diesen Jahres sorgten die mutmaßlichen Täter für Angst und Schrecken, weil sie unter Vorhalten von Schreckschusspistole und Messer immer wieder Bargeld aus Kassen verschiedener Supermärkte erpressten.